war wieder Ruhe eingekehrt im Dschungel, nachdem der alte Löwe wie der König der Tiere und der böse Panther vertrieben war. Ihr erinnert euch doch, der schwarze Panther hatte die Macht im Dschungel an sich gerissen und nur der Klugheit von Robin, dem kleinen Löwen, war es zu verdanken, dass die Tiere den Panther überlisten und verjagen konnten. Seither wurden die Grenzen zum Königreich von Elefanten bewacht, denn der Löwe befürchtete, dass der Panther zurückkommen und sich rächen würde. Die anderen Tiere aber vergaßen den Panther und das Leben nahm seinen gewohnten Gang. Schlafen? Warum kann man denn hier nie richtig schlafen? Mittagsruhe ist nur von 12 bis 14 Uhr. Und es ist schon nach 14 Uhr. Es ist wahr. Es sind noch 3,5 Minuten bis 14 Uhr. Schau dir das an. Mein Sohn jagt andere Tiere. Du solltest doch aufpassen, dass er keinen Unsinn anstellt. Hol ihn sofort zurück. Das sagst du so einfach. Ich bin schließlich auch nicht mehr die Jüngste. Ich flieg ja schon. Halt, Robin. Bleib stehen. Bleib doch endlich stehen. Bist du verrückt geworden? Ich hätte dich fast überrannt. Du sollst zu deinem Vater kommen, aber sofort. Och Mist, jetzt ist mir Dandy entwischt. Ja. Wenn der König zur Audienz bittet. Was gibt's denn, Papa? Robin, du jagst unsere Untertanen. Das gehört sich nicht für einen zukünftigen König. Deine Aufgabe ist es, die Tiere zu beschützen. Ja, aber was machst du? Du versetzt sie in Angst und Schrecken. Ich jage sie doch nur zum Spaß. Stimmt, das war wirklich nur Spaß. Im Ernst sind wir Freunde. Auch wenn es ein Spaß war. Aber das gehört sich einfach nicht. Genau. Ich darf ja auch nicht jagen, wen ich will. Das ist was anderes. Du willst die anderen ja immer gleich fressen. Hört auf zu streiten. Spaß hin, Spaß her. Es gefällt mir nicht und damit Schluss. Spielt was anderes. Ganz schön hart eigentlich, nicht zum Vater zu haben, was? Hm? Und geht nicht zu weit weg. Denkt an den schwarzen Panther. Er will sich bestimmt an uns rächen. Ach was, die Elefanten passen doch auf. Komm, Dandy. Spielen wir halt Ball. Es wird ja immer verrückter. Jetzt streitet ihr euch auch noch um eine Banane. Aber es war meine. Ich hab sie gepflückt. Immer will Fritz das haben, was ich habe. Stimmt, war schon so, als sie die Diamanten gefunden haben. Und dann hat der Panther sie ihnen abgenommen. Konnten wir gar nicht wissen, dass der Panther so gemein ist. Den ganzen Tag mussten wir für ihn die Diamanten aus der Mine holen. Und dann hat er sie alle für sich behalten. Wo sind die Diamanten eigentlich geblieben? Tja. Eine gute Frage. Keine Ahnung. Na, als wir ihn verjagt haben, hatte er sie nicht dabei. Das weiß ich bestimmt. Fragen wir doch die Geier. Die waren schließlich seine Spione. Hey, ihr da, wisst ihr, was mit den Diamanten des Panthers passiert ist? Wieso? Was soll damit passiert sein? Der Bär sagt, als er verjagt wurde, hatte er sie nicht dabei. Natürlich nicht. Er hat die Diamanten doch jeden Abend in ein geheimes Versteck gebracht. Und wo ist das? Wenn wir das wüssten, wäre es doch nicht geheim. Ein geheimes Versteck? Das ist cool. Wir machen eine Schatzsuche. Machst du mit, Dandy? Na klar doch. Wann fangen wir an? Jetzt. Was macht ihr denn da? Habt ihr was verloren? Nein, wir haben nichts verloren, aber wir wollen trotzdem was finden. Wir wollen den Schatz des Panthers finden. Den Schatz des Panthers? Ja, die Geier haben uns erzählt, dass er in einem geheimen Versteck ist und das wollen wir jetzt finden. Aber das dürft ihr doch bestimmt nicht. Ich musste erst den König fragen. Woher sucht ihr nicht weiter? Kapiert? Robin will den Schatz des Panthers finden. Die Diamanten? Mein Gott, die habe ich ja ganz vergessen. Natürlich, er will sie zurückhaben. Und dieser dumme Robin will sie ihm noch aus dem Versteck holen. Ah,
hört sofort auf. Kann man euch nicht eine Minute allein lassen. Aber wir... Wenn sich die Diamanten tatsächlich noch hier auf unserem Gebiet befinden, wird sie auch der Panther suchen. Und wehe, ihr begegnet euch. Robin, du kommst sofort mit nach Hause. Panther hier, Panther dort. Wegen diesem doofen Panther darf ich überhaupt nichts mehr machen. Wahrscheinlich ist er längst tot. Aber der Panther war nicht tot. Nicht weit von der Grenze hatte er sein Hauptquartier aufgeschlagen. Dort lebte er mit seinem kleinen Sohn und sang auf Rache. Nur noch ein paar Tage und es ist soweit. Dann gehören die Diamanten wieder mir. Wenn der Löwe sie bereits gefunden hat? Der ist doch viel zu dumm. So wie ich ihn kenne, sucht er nicht einmal danach. Wenn du die Diamanten zurück hast, dann hast du doch wieder Zeit und kannst mit mir spielen. Das Leben ist kein Spiel. Das wirst du auch noch lernen. Soldaten, herkommen! Wie täglich los? Wann schlagen wir zu? Bald, aber zuerst brauchen wir einen Freiwilligen, der die Lage im Land des Löwen für uns erkundet. Wer traut sich? Das könnte ich doch tun. Ich bin klein, mich sieht so schnell keiner. Du bist ja nicht mal trocken hinter den Ohren. Dich würden sie sofort erwischen. Würden sie nicht. Das ist eine Sache für einen erwachsenen Mann, nicht für ein dummes Kind. So solltest du nicht mit deinem Sohn reden. Und du sollst ihn nicht immer in Schutz nehmen. Du verzärtelst ihn ja richtig. Verschwinde jetzt. Nun weine nicht, mein Kleiner. Die haben einfach vergessen, wie es war, als sie selbst noch Kinder waren. Keiner kann mich leiden. Glaubst du, mein Vater ist netter zu mir, wenn er seine Diamanten zurück hat? Vielleicht. Ich glaub schon. Aber daraus wird ja nichts. Jeden Tag haben die einen neuen Plan. Und passieren tut ja doch nichts. Sowas will schon gut überlegt sein. Die Elefanten kennen deinen Vater und passen sehr auf, dass er nicht über die Grenze kommt. Aber mich kennen sie doch nicht. Ich könnte doch einfach über die Grenze gehen und die Diamanten zurückholen. So einfach ist das nicht. Weißt du überhaupt, wo das Versteck ist? Nein. Aber ich bin ein Panther, wie mein Vater. Und ich weiß, wo Panther ihre Schätze am liebsten verstecken. Wenn es dunkel wird, schleiche ich mich einfach über die Grenze. Ach, der kleine Panther wartete noch, bis alle schliefen und schlich sich in der Dunkelheit davon. Es war leichter, als er es sich vorgestellt hatte. Die Elefanten nahmen ihre Aufgabe nicht allzu genau. Sie schliefen fast alle. Nur ein alter Elefant blinzelte ab und an. Als der kleine Panther über der Grenze war, suchte er einen Busch, um dort den Morgen abzuwarten. Was machst du denn da? Ach, du spinnst wohl. Wirst du wohl das Maul offen lassen, wenn ich dir die Zähne sauber mache? Entschuldigung. Das will ich auch meinen. Ich lasse mir die Zähne putzen. Willst du auch? Nein, ich bin doch nicht verrückt. Na, aber es ist wichtig. Sonst kannst du später nicht mehr fressen und bekommst ein Gebiss wie Onkel Albert. Ne? Und das klappert dann immer beim Reden. Quatsch, Löwen brauchen sowas nicht. Außerdem gibt es Wichtigeres. Ja, und? Das wäre? Der Panther. Hm? Und? Hm? Immer heißt es doch, Robin, tu dies nicht und das nicht. Der Panther könnte ja kommen. Na, ganz schön nervig auf die Dauer, ich weiß. Naja, und da habe ich überlegt, wenn wir die Diamanten finden würden, hätte der Panther doch überhaupt keinen Grund mehr zurückzukommen. Und da bräuchte auch keiner mehr Angst vor ihm zu haben. Ja, das klingt überzeugend. Ist nur ein kleiner Haken an der Sache. Wieso? Wir dürfen die Diamanten nicht suchen. Ach was, wenn wir die Diamanten erst gefunden haben, wird mein Vater ganz schön stolz auf uns sein. Ja, wenn du meinst, ist ja nicht mein Vater. Also, gehen wir. Halt, hier geblieben. Zuerst werden die Zähne fertig geputzt. Ich glaube, die Zahnbürste hat recht. Ist in Ordnung. Ich überlege dann schon mal, wie wir die Diamanten am besten finden. Was machst du denn da? Ich überlege. Oh, und was überlegst du? Ich
überlege, wo der Panther die Diamanten versteckt hat. Und wie überlegst du dir das? Ist ganz einfach. Ich stelle mir einfach vor, ich wäre ein Panther und will was verstecken. Und dann denke ich, ich könnte es vergraben. Nein, das würdest du denken, wenn du ein Erdhörnchen wärst. Erdhörnchen vergraben. Panther vergraben nicht. Die klettern. Ich würde den Schatz also auf einen Baum verstecken. Auf einen Baum, dass ich nicht lache. Hätten wir ihn doch schon längst gefunden. Stimmt, das hat sich der Panther bestimmt auch überlegt. Oh, hier ist das schwierig. Der Panther ist immer auf Felsen rumgeklettert. Einmal wollte ich mich auf einen Felsen sonnen, ja, da hat er mich davon gejagt. Bei den Felsen, dort gibt es jede Menge Höhlen. Das sind wunderbare Verstecke. Du bist der klügste Bär aller Zeiten. Oje, schon so spät. Habe ich doch glatt verschlafen. Hier ist nichts. Schade, naja. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich sie gleich in der ersten Höhle gefunden hätte. Suche ich eben weiter. Hier ist nichts. Schade. Naja, wäre ja auch zu schön gewesen, wenn ich sie gleich in der ersten Höhle gefunden hätte. Naja, suche ich eben weiter. Wer bist du denn? Du bist doch ein Panther. Verschwinde. Panther haben hier nichts verloren. Aber ich tue dir doch nichts. Ich will mich nur ein bisschen umschauen. Umschauen? Nach was willst du dich umschauen? Och, nur so ganz allgemein halt. Ich glaub dir nicht. Du siehst so aus wie der böse schwarze Panther. Und der hat auch immer gelogen. Mein Vater lügt nicht. Dein Vater? Der schwarze Panther ist dein Vater? Ich war ganz nah. Sehr nah. Hier drin kann uns doch nichts passieren, oder? Nein, ich glaube nicht. Mein Vater schimpft immer, wenn ich bei einem Gewitter Angst habe. Meine auch. Er sagt, nur Feiglinge haben Angst. Wir sind aber eigentlich gar keine Feiglinge. Nein, sind wir nicht. Wie heißt du denn? Miu Miu. Und du? Robin. Robin! Robin! Oje, Piri, ich gehe lieber, sonst kommt sie noch hier rein. Und wenn mein Vater mitkriegt, dass ich dich getroffen habe, dann ist der Teufel los. Sehen wir uns wieder? Ich glaube schon, warum nicht? Aber du darfst es keinem verraten. Bestimmt nicht. Bis bald. Hab ich's mir doch gedacht. Hast du dich wieder vor dem Gewitter versteckt? Wie willst du jemals König werden? Halt, halt, nicht so schnell. Warte, Robin. Aufwachen, du Langschläfer. Die gefährlichste Schatzsuche aller Zeiten wartet auf uns. Hab ich geklaut. Cool, was? Nicht böse sein, Danny, aber heute habe ich leider keine Zeit. Keine Zeit? Und sowas will mein bester Freund sein. Na schön, wenn er nicht will, soll er eben bleiben lassen. Du bist ja schon da. Wartest du schon lange? Ich bin überhaupt nicht nach Hause gegangen. Du hast hier geschlafen? Das ist cool. Aber vermisst dich denn keiner? Bestimmt nicht. Da, wo ich wohne, habe ich keine Freunde. Vielleicht könnten wir ja Freunde werden. Ich weiß nicht. Eigentlich sind wir doch Feinde. Ja, schon. Aber nur, weil ihr meinen Vater davongejagt habt. Er wollte schließlich meinen Vater umbringen und die anderen Tiere hat er auch schlecht behandelt. Stimmt nicht. Ein Panther, keine Angst, halt durch, Robin. Elefanten, Drachen, Hilfe! Halt, Miu Miu, bleib doch hier. Wo ist der? Wo ist der Panther? Weg. Aber es war ein kleiner Panther. Und er war nett. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Panther sind nie nett. Na, dein Vater wird dir was erzählen. Hast bestimmt schon wieder gepetzt. Robin, ist dir nichts passiert? Wo ist der Panther? Wo? Abgehauen. Er wollte mein Freund werden. Freund? Ein Panther? Wie sah er aus? Auf jeden Fall nicht wie der alte schwarze Panther. Aber wie sein Sohn, ist es nicht so? Na ja, kann schon sein. Und
Du fällst darauf rein. Merk dir eines, einem Panther kann man nie trauen. Auch wenn er noch so klein ist und nett tut. Er sollte dich bestimmt aushorchen. Genau, er ist ein Spion. Ist er nicht. Wie konnte er überhaupt unbemerkt über die Grenze kommen? Ja, also, irgendwann müssen wir ja schließlich auch mal schlafen. Ab sofort wird hier nicht mehr geschlafen. Jawohl, Sir. Und hol dir eine Verstärkung. Wird gemacht, Sir. Und du wirst von jetzt an zu Hause bleiben. Und wehe, ich erwisch dich noch einmal, wie du dich mit dem kleinen Panther triffst. Die Wachen werden verstärkt. Die Wachen werden verstärkt? Wieso denn das? Mio, bleib hier. Hast du was damit zu tun? Du hast ein schlechtes Gewissen. Ich sehe es dir an. Warum? Was hast du angestellt? Ich habe dich die letzten Tage nicht gesehen. Wo bist du gewesen? Och, halt so rumgelaufen. Rumgelaufen? Du bist doch nicht etwa über die Grenze gegangen? Aber die Wachen haben mich nicht bemerkt. Sie müssen dich bemerkt haben. Die Elefanten haben mich wirklich nicht gesehen. Wer dann? Irgendjemand muss dich bemerkt haben. Ich will dich nicht noch einmal verraten müssen. Er heißt Robin. Was? Robin? Der Sohn des Löwen? Du hast ihn doch hoffentlich getötet. Nein, er ist nett. Nett? Löwen sind nie nett. Man kann ihnen nicht trauen. Ein Feigling ist er. Und strohdumm. Ein strohdummer Feigling. Lass ihn gefälligst in Ruhe. Seht ihr denn nicht, dass er ganz durcheinander ist? Ja, heul du nur. Du hast meine ganzen schönen Pläne durcheinander gebracht. Wir müssen uns sofort einen neuen Plan ausdenken. Mitkommen! Nun hör schon auf zu weinen, mein Kleiner. Wird schon wieder. Da habe ich schon einmal einen Freund und dann darf ich ihn nicht besuchen. Aber die Löwen sind unsere Feinde, Mio. Es ist nun einmal so und daran kannst du auch nichts ändern. Doch, ich gehe morgen wieder zu Robin. Aber Mio, du bringst dich in größte Schwierigkeiten, wenn du das tust. Na und? Ist mir doch egal. Siehst ein Gesicht, ne? Und nur weil du dich nicht mehr mit diesem kleinen doofen Panther treffen darfst? Wenn du noch einmal sagst, dass er doof ist, dann... Ist ja gut, sei doch nicht so empfindlich. Ich würde ihn wirklich gerne noch mal sehen. Was ist? Hilfst du mir? Du spinnst ja. Dein Vater wird uns bestimmt erwischen, ne? Und dann... Oh, nee. Dann setzt's Prügel. Das werden wir ja sehen. Bist du nun mein Freund oder nicht? Na schön. Ich kann ja immer noch sagen, du hättest mich gezwungen. Ruhe geblieben. Tut mir leid, Tandy, aber Robin hat Hausarrest. Aber Dandy will so gerne Ball spielen. Mich kannst du ja bestrafen, aber doch nicht Dandy. Ja, da hast du recht. Also schön, spielen dürft ihr, aber bleibt in der Nähe. Dandy, du passt auf Robin auf. Jawohl, Chef. Du kommst nicht mehr. Ich musste mich wegschleichen. Ich auch. Tut mir leid, dass wir uns gestritten haben. Mir auch. Ach, ist das rührend. Mir kommen gleich die Tränen. Halt die Klappe, Dandy. Sind wir wieder Freunde? Klar doch. Und was machen wir denn jetzt mit den Diamanten? Diamanten? Warst du deshalb hier bei den Felsen? Ertappt! Dein netter Panther wollte die Diamanten klauen, hä? Ich wollte sie nicht stehlen. Ich dachte nur, mein Vater hat mehr Zeit für mich, wenn er sich nicht immer überlegen muss, wie er die Diamanten zurückbekommt. Aber ich weiß auch nicht, wo die Diamanten sind. Vielleicht finden wir sie ja zusammen. Zwei sehen mehr als einer. Okay, einverstanden. Ah.
Und was ist mit mir? Hey, Robin, bisher war ich immer doch dein Freund. Ich lass mich doch nicht so von so einem hergelaufenen Panther ausboten. Halt, halt, wartet, ey! Halt, wartet, wartet, ey! Was wollt ihr hier? Das ist mein Felsen. Was heißt da mein Felsen? Der Felsen gehört uns allen. Aber das ist doch der Sohn vom schwarzen Panther. Der kommt mir nicht in meine Höhle. Der will sie mir bestimmt wegnehmen. Was? Was will er dir wegnehmen? Nichts. Ich meine nur... Also, wenn das mal nicht verdächtig klingt, hä? Jungs, ich glaube, wir haben das Versteck gefunden. Holen wir uns den Schatz. Nein, nein, die gehören mir. Halt! Ihr könnt nicht in die Höhle! Da geht's kerzengerade runter! Robin! Miau, miau! Könnt ihr mich hören? Seid ihr tot? War aber nicht meine Schuld! Ich hab sie gewarnt! Was mach ich nur? Was mach ich nur? Hilfe! Hast du gehört, Dandy? Es war nicht meine Schuld! Was ist los? Wer braucht Hilfe? Wo ist Robin? In die Höhle gefallen. Plumps. War aber nicht meine Schuld. Robin, 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 Robin. Aua. Ah. Du bist nicht tot. Er ist nicht tot. Piri, hol Hilfe. Wir kommen hier alleine nicht mehr raus. Wieso sind da Diamanten? Dein Vater hat dir doch verboten, die Diamanten zu finden. Und mit dem kleinen Panther hast du dich auch getroffen. Hör endlich auf zu schimpfen. Helf uns lieber. Man sollte dir den Hintern versohlen. Ich hol deinen Vater. Er wird schon wissen, was er mit dir anfängt. Dandy, Dandy, kannst du mich hören? Roger, Roger, Empfang ist gut. Kann Notsignal hören. Ende. Lass den Unsinn. Du musst den Panther holen. Miu Miu ist verletzt. Den Panther holen? Wohl verrückt geworden, hä? Naja, was tut man nicht alles für Freunde? Keine Angst, Miu Miu. Es wird alles gut. Haben Fremdes subjekt bei unbefugtem Grenzübertritt festgenommen. Loslassen, loslassen! Wollt ihr mich wohl loslassen, ihr Affen? Willst du ihn gleich fressen? Oder dürfen wir ihn noch ein bisschen quälen? Wenn du deine Gorillas nicht zurückpfeifst, erfährst du nie, wo dein Sohn ist. Wo wer ist? Ach du liebe Zeit, sie haben Miu Miu erwischt und jetzt ist er ihre Geisel. Was sagst du da? Miu Miu ist wieder über die Grenze gegangen und du hast es zugelassen? Aber doch nur, weil er immer so alleine ist und du nie Zeit für ihn hast. Aufhören. Na schön, er ist also eure Geisel. Wie viel Lösegeld wollt ihr? Aber dass ihr es gleich wisst, von mir bekommt ihr nichts. Mann, ist der bescheuert. Wir wollen kein Lösegeld. Miu Miu ist in eine Höhle gefallen und verletzt und braucht deine Hilfe. Bist du blöd, Mann? Hilfe? Er konnte alleine über die Grenze. Jetzt soll er sehen, wie er alleine zurückkommt. Aber er ist doch dein Sohn. Und was für ein Sohn. Aber selbst wenn ich wollte, ich kann ihm nicht helfen. Die Elefanten würden mich an der Grenze auf der Stelle festnehmen. Also Miu Miu hat es auch geschafft. Es soll keiner sagen können, mein Sohn sei klüger als ich. Also schön. Du brauchst keine Angst zu haben. Es sind überhaupt keine Wachen da. Die habe ich alle zur Höhle geschickt. Keine Wachen? Auf was warten wir noch? Und was ist mit mir? Was willst du hier? Na was wohl? Ich will nur, was mir zusteht. Wehe! Wehe, du holst dir die Diamanten. Hindere mich dran, wenn du kannst. So ist nicht, Zeichenlöwe. Wo bleibt unser König? Wir brauchen seine Anweisungen. Vergiss die Anweisungen! Wir kommen auch alleine zurecht! Festhalten! Siehst du, Miu Miu? Es kommt Hilfe. Wer will zuerst? Miu Miu, er ist verletzt. Na, wie sieht's aus? Können wir? Sag ich 10!
es sehr schlimm? Nein, es geht schon. Weitermachen! Die Diamanten sind auch noch da! Alles in Ordnung? Noch, aber wenn mein Vater das erfährt... Oh wei. Apropos, Vater, wo sind Sie denn, hä? Wir müssen doch schon längst hier sein. Sind Sie auch, da drüben. Sie streiten sich. Streiten? Na, denen werden wir was erzählen. Ach, keine schlechte Ausbeute. Hat sich doch gelohnt, hä, dein kleiner Absturz. Also du bist mir ein schöner Vater. Statt deinem Sohn zu helfen, streitest du dich hier mit dem Panther. Und du? Du hast dich auch kein bisschen geändert. Dein Sohn ist verletzt, aber dir ist es egal. Wenn wir nicht gewesen wären, wären die beiden Kleinen dort unten in der Höhle schon längst umgekommen. Na, ihr habt ja recht. Was hältst du von einem Waffenstillstand? Einverstanden. Aber einen vorläufigen. Einverstanden. Aufgepasst, die beiden Raben weiterkommen. Robin, Gott sei Dank, dir ist nichts passiert. Du bist doch nicht wirklich schlimm verletzt. Nein, nicht wirklich. Bist du sehr böse auf mich? Nein. Du bist doch schließlich trotz allem mein Sohn. Wenn da keiner eingreift, gibt's einen Bandenkrieg. Los, pfeif deine Gorillas zurück. Zurück! Es herrscht Waffenstillstand. Vorläufig. Und jetzt zu uns. Was passiert mit den Diamanten? Also du bekommst sie auf keinen Fall. Also Krieg! Warte doch, wir haben uns was überlegt, als wir in der Höhle waren. Ja, jeder bekommt die Hälfte. Und damit kann er dann machen, was er will. Aber nur, wenn der Panther verspricht, uns in Ruhe zu lassen. Und Miu Miu und ich Freunde sein dürfen. Naja, warum nicht? Was meinst du, Panther? Die Hälfte? Und ich kann damit machen, was ich will? Na schön. Einverstanden. Und was machst denn du mit deiner Hälfte? Na, gute Frage. Also, jeder darf sich was wünschen und das bekommt er dann. Und den Rest spenden wir der Gesellschaft für bedrohte Tierarten. Und die sollen mich dann vor den Affen schützen, denn die stören immer meine Mittagsruhe. Ist nicht wahr. Ist gar nicht wahr. Mein Gott, jetzt geht das schon wieder los. Ich wusste es doch, die Diamanten bringen nur Ärger. Ruhe! Und ich? Was wird jetzt aus mir? Jeder hat einen Freund, nur ich. Nur du hast jetzt zwei Freunde.